Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie ich mehrere Linux-Betriebssysteme auf ein USB packe. Dazu benutze ich das Programm Ventoy. Einfach hier eingeben, Link steht unter dem Video. Und dann kann man ihn irgendwo runterladen, indem man zum Beispiel jetzt hier auf Linux da klickt. Genau, es gibt hier noch ein paar Informationen zu der Release-Version. Und dann kann man hier irgendwo das dann direkt runterladen. Sind 18,6 MB, also hält sich noch im Rahmen. Das geht relativ zügig. Ja, und dann können wir... So, dann können wir jetzt die ganze Geschichte entpacken. Rechtsklick, hier entpacken. Dann wäre es auch schon entpackt. Dann können wir den löschen. Und es sind hier komischerweise zwei Ordner drin, warum auch immer. Ich mache dann einen Ordner weg. So, und dann hätte ich hier alles drin. Und per Rechtsklick die UI x86 ausführen. Natürlich muss ich das Passwort eingeben. Ja, und schon wäre Ventoy startklar. Hier wäre mein USB-Stick. Ich habe nur einen, deswegen zeige ich mir den auch nur an. Und ja, jetzt klicken wir einfach mal auf Installieren. Ihr weist mir nochmal darauf hin, dass der Stick formatiert wird. Alles wird gelöscht, also alle Daten sind weg. Ich sage okay. Herzlichen Glückwunsch. Ventoy wurde erfolgreich auf den USB-Stick installiert. Dann kann man einmal auf Aktualisieren klicken. Ich weiß gar nicht, ob man das zwingen muss. Ich habe es einfach mal gemacht. Ja, und schon kann ich das Programm wieder schließen. Ja, und der USB-Stick wird ja auch hier sofort erkannt. Mit dem richtigen Namen. Noch ist natürlich nichts drauf. Ja, jetzt kann ich ISOs nehmen meiner Wahl und die einfach hier drauf packen. Ich packe zum Beispiel Linux Mint einmal drauf. Ist klar, es sind 2,3 GB. Das wird ein bisschen dauern. Ja, und hiermit wäre mein USB-Stick fertig. In dem Fall habe ich jetzt nur zwei Betriebssysteme drauf. Einmal Linux Mint und einmal Ubuntu Budgy. Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Einfach aushängen und dann kann man direkt so von dem USB-Stick booten. Kommt so ein kleines Bootmenü und dann kann man sich dann dementsprechend das Betriebssystem aussuchen, von dem man direkt aus booten möchte. Können ruhig 10 Stück drauf sein oder noch mehr, so viel wie auf dem USB-Stick halt eben drauf passen. Ja, und das war's. Und das finde ich ist eigentlich eine feine Sache. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!